Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wie du vielleicht in den letzten Videos gesehen hast, habe ich eine eBay-Reihe vorgestellt, wie du dir bei eBay ein gewerbliches Konto erstellen kannst, das rechtssicher machen kannst, Zahlungs- und Versandoptionen einstellen kannst und natürlich einen Artikel online stellen kannst. Rein theoretisch ist das Konto bereit für Verkäufe. Es gibt aber diverse andere Optionen, die eBay bietet. Die möchte ich in den weiteren Videos zeigen. Heute möchte ich mit euch besprechen, welche Gebühren auf euch bei eBay überhaupt zukommen und ob es sich lohnt, einen eBay-Shop einzurichten. Das Ganze zeige ich euch an meinem Notebook. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und solche Videos interessieren, wie du dir auf diversen Marktplätzen ein Online-Geschäft aufbauen kannst und erfolgreich verkaufen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Drücke die Glocke. Lasst uns gemeinsam schauen, welche Gebühren uns bei eBay erwarten. Zuallererst einmal gesagt ist, eBay ist komplett kostenlos. Was? Nein, nicht ganz. Also, zuerst gesagt ist, 40 Angebote, wie ihr hier das Ganze seht, Festpreisangebote, kosten euch gar nichts. Es sei denn, bei der Angeboterstellung werdet ihr Zusatzoptionen buchen. Dann können natürlich Kosten anfallen, aber die ersten 40 Angebote, und zwar pro Monat, kosten euch nichts. Das heißt aber nicht, dass ihr 40 Angebote monatlich online stellen dürft. Diese 40 Angebote gelten vom 1. Februar bis zum 1. März. Diese 40 Angebote können bis auf Widerruf eingestellt sein, was bei Festangeboten die Regel ist. Dennoch laufen diese im Hintergrund 30 Tage ab und erneuern sich wieder. Das heißt, wenn ihr keins der Angebote gelöscht habt oder irgendein Angebot keinen Lagerbestand mehr hat, ja, dann erneuert er sich im nächsten Monat und somit sind die 40 Angebote wieder ausgereizt. Was aber kein Problem ist, ihr könnt mehr Angebote hochladen, kostet euch aber 35 Cent pro Angebot zusätzlich. So, jetzt muss man überlegen, ob man eventuell so viele Artikel anbieten möchte, dass man über 100, 200 und mehr kommt, dann lohnt sich in der Regel schon ein eBay-Shop. Gucken wir uns mal die Shop-Gebühren an. Wir haben bei eBay verschiedene Shop-Abonnements. Ihr könnt hier von Basic, Top, Premium und Platin-Shop wählen. Wie ihr sehen könnt, das Basic-Shop kostet euch 39,95 Euro bei der monatlichen Zahlungsweise. Würdet ihr das Ganze jährlich abschließen, dann zahlt ihr nur 32,95 Euro monatlich. Basic Shop mehr und so weiter. So, welche Vorteile bietet uns das Ganze? Also im Basic Shop ist man schon ganz gut aufgestellt für den Anfang. Und zwar habt ihr 400 Artikel, die ihr monatlich kostenlos immer wieder online stellen könnt. Und da ist es genau das gleiche Prinzip wie mit den 40 kostenlosen Angeboten. Dazu kommt aber, ihr könnt Auktionen schalten, und zwar kostenlos, 40 Stück im Monat. Welche Dinge haben wir hier noch? Also Vorteile bieten Shops auch. Ihr könnt allgemeine Shop-Funktionen nutzen. Das sind einige sehr nützliche Dinge, die man da nutzen kann. Genauso könnt ihr hier Shop-Optimierungen nutzen und Abmahnschutz Basic für Trusted Shops. Das Ganze beinhalten alle Shops. Bei den anderen Sachen gibt es hier ein paar mehr Vorteile. Wie gesagt, ihr könnt hier das Ganze euch anschauen und euch für einen Shop entscheiden. Gehen wir nochmal zurück. Was haben wir hier noch für monatliche Verkaufslimits? Also ganz zu Anfang, wenn ihr neu bei eBay verkaufen werdet, habt ihr die Möglichkeit, 1000 Artikel online zu stellen. Dieses Limit wird nach und nach aufgehoben und ihr werdet mehr Artikel online stellen können. Genauso wie auch die Grenze von 10.000 Euro Gesamtwert an Artikeln. Das heißt, ihr könnt einen Artikel für 100 Euro anbieten und wenn ihr 10 davon im Lagerbestand habt, dann ist es so, dass man schon 1000 Euro ausgereizt hat und davon verbraucht hat. Habt ihr dann davon 10 Artikel, dann seid ihr schon an euer Limit von 10.000 Euro gekommen und könnt diesen Monat, so gesagt, nichts mehr online stellen. Aber dieses Limit, wie gesagt, hebt sich nach und nach auf. Wenn ihr da vertrauenswürdiger seid für eBay und da wirklich faire Geschäfte macht, dann wird dieses Limit immer höher und höher. Welche Gebühren entstehen uns noch bei eBay?
Also, es ist so, dass wir auch Verkaufsprovision bezahlen müssen an eBay. Das heißt, für gewerbliche Verkäufer beträgt das in der Regel 9% zuzüglich 5 Cent bis maximal 99 Euro des Gesamtpreises. Habt ihr aber einen Service-Status, der unterdurchschnittlich ist, das heißt, ihr habt da vielleicht negative Bewertungen erhalten oder ein Kunde hat sich an eBay gewandt und euer Account wird damit etwas beeinträchtigt, dann kriegt ihr den Status unterdurchschnittlich und zahlt somit 13% Verkaufsprovision an eBay und auch hier 5 Cent bis maximal 99 Euro des Gesamtpreises. Deswegen, es lohnt sich, seinen Service-Status immer gut im Auge zu behalten und da wirklich sich bemühen, die Sache aufrechtzuerhalten. Dazu werde ich noch ein separates Video machen, wie ihr euer Service-Status wirklich bis auf Top-Verkäufer bringen könnt, um so die besten Voraussetzungen zu bieten. So, schauen wir uns mal an. Es gibt natürlich kategorieabhängig verschiedene Provisionen. Also wir haben hier zum Beispiel beim Motorrad und Auto haben wir hier zum Beispiel auch bei Elektronikzubehör 5%, die an Verkaufsprovision anfallen. Bei Felgen, Kompletträdern und Reifen sind es zum Beispiel 4,5%. Ja, also da gibt es schon Unterschiede. Die Regel ist aber 9%, wie ihr das hier sehen könnt, werdet ihr Artikel aus diesen Kategorien verkaufen, werdet ihr immer 9% bezahlen. So, dann fällt natürlich auch eine Einstellgebühr ein, eventuelle Einstellgebühr für Artikel. Wenn ihr zum Beispiel Galerie Plus dazu bucht oder einen Titel, dann zahlt ihr dementsprechend diese Preise hier. So wie auch, wenn ihr eine Startzeit bestimmen wollt und, und. Also hier gibt es sehr viele Zusatzoptionen, die ihr buchen könnt. Ob sie Sinn machen oder nicht, müsst ihr für euch selbst entscheiden und da gucken, ob euch das Geld wert ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit, bei eBay über Anzeigen zu werben. Das ist eine Marketingoption, die eBay bietet. Und zwar könnt ihr auf einen Artikel, der online steht, eine Anzeige schalten. Anzeigen werden immer ganz oben gelistet, es sei denn, andere sind mit dem prozentualen Anteil höher gesetzt als ihr. Was heißt das genau? Ihr könnt zum Beispiel bei einem Verkaufspreis von einem Artikel, der 100 Euro kostet, 10% an Anzeigengebühr online stellen und dann beteiligt die eBay so gesagt mit 10 Euro zusätzlich an an dem Verkauf. Das heißt, zu den Verkaufsprovisionen von 9% kommen nochmal 10% Anzeigengebühr drauf. Ja, dann zahlt ihr insgesamt 19%. Da müsst ihr, wie gesagt, genau kalkulieren. Es lohnt sich aber in vielen Fällen, da euer Artikel dann auch ganz oben gelistet wird und so eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, verkauft zu werden. Die Anzeige kostet in erster Linie nichts, also ihr werdet da sehr viele Klicks darauf bekommen und in vielen Fällen ist es so bei anderen Marktplätzen, dass ihr pro Klick bezahlt oder sei es jetzt Google, die nehmen das Ganze ja auch pro Klick. Und in dem Fall nicht. In dem Fall bezahlt ihr diese Anzeigengebühr nur bei einem Verkauf, was sehr gut ist, sage ich, weil ihr dann die Möglichkeit habt, wirklich vorab zu kalkulieren, wie viel ihr da von dem Verkaufspreis abgeben könnt und so die Wahrscheinlichkeit steigert, diesen Artikel zu verkaufen. In allen Fällen, sowohl auch bei der Verkaufsprovision und auch bei den Anzeigengebühren, kriegt ihr das Ganze erstattet, wenn der Kunde diesen Artikel widerruft. Was sehr, sehr gut ist. Weil, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Artikel verkauft und der Kunde widerruft es, ihr bleibt nicht auf den Kosten sitzen. eBay erstattet euch da die Verkaufsprovision von 9% und beispielsweise die Anzeigengebühr von 10%, die ihr festgelegt haben könntet. Somit habt ihr nur Versandkosten bezahlt, die auf denen ihr sitzen bleibt. Im schlimmsten Fall sind es 5 Euro. Und der Rest wird euch erstattet.
und habt keine weiteren Kosten. Also, das heißt, bei eBay zahlt ihr nur, wenn ihr einen erfolgreichen Verkauf hattet. Ja, soweit zu den Gebühren bei eBay. Ich hoffe, das war übersichtlich. Habt ihr noch Fragen dazu, könnt ihr euch gerne melden. Alle Informationen, die ich euch hier gezeigt habe, werde ich euch unten auch verlinken, so dass ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt für euch. Habt ihr dennoch Fragen, die ihr euch nicht beantworten könnt, könnt ihr das Ganze gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde da so schnell wie möglich antworten. Wenn euch dieses Video gefallen hat und eine Hilfe war, dann freue ich mich, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gibt. Solltet ihr mehr von solchen Videos sehen wollen, dann abonniert gerne den Kanal, drückt die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich wünsche viel Erfolg beim Verkaufen und bis dahin, tschüss.